möchte nun einmal zeigen, wie man ein Dreieck mit der zugehörigen Beschriftung und vielleicht noch einem kleinen See dazu zeichnet. Zunächst einmal brauche ich ein paar Symbole oder weitere Befehle. Nehme ich jetzt zunächst einmal unter alle Befehle einmal die Ellipse mit hinein. Dann füge ich noch einmal das gleichschenklige Dreieck dazu. Und dann als letztes die Kurve. Ups. Kurve. Und ordne das jetzt hier einmal oben ein wenig zusammen. Hier vorne, wo alle Formen sind, packe ich das dazu. Und drücke jetzt auf OK und fange erstmal an, ein Dreieck zu zeichnen. Euch nur reinklicken und jetzt kann ich anschließend auch noch die Punkte bearbeiten. Ich mache das mal 4 cm hoch, 5 cm breit und dann anschließend fange ich an, die Winkel und die Winkelbeschriftung anzufertigen. Als erstes zeichne ich einen Bogen und da möchte ich jetzt erstmal den rechten Winkel zeichnen. Ich bearbeite die Maße hier auf 1 cm mal 1 cm und schiebe den ein bisschen zurecht. Dann zeichne ich noch einen Kreis dazu, den färbe ich schwarz ein und ändere die Maße hier auf 0,5 mal 0,5. Dann sieht das aus wie ein Punkt. Und den Punkt verschiebe ich jetzt hier vorne hin mit den Cursor-Tasten und der Shift-Taste und das Ganze gruppiere ich jetzt und füge das, muss ich ein bisschen größer ziehen, füge das zu meinen Building Blocks hinzu. Nenne das hier rechter Winkel und dann fertige ich jetzt noch einmal eine Winkelbeschriftung ein. Die mache ich ein bisschen größer. Da wähle ich dann 1,5 mal 1,5 und dann brauche ich hier nochmal ein kleines Textfeld. Da schreibe ich zum Beispiel 40 Grad rein und macht das in der Größe 8. Ändere jetzt das Textfeld ein bisschen und dann anschließend ändere ich hier auf keine Kontur und keine Füllung und ziehe das jetzt hier zu und dann gruppiere ich das auch und füge das auch hinzu. Schriftung Winkel. Und dann kann ich anfangen, hier mein Dreieck zusammenzubauen. Ich ziehe meinen rechten Winkel. Ups, den habe ich noch nicht gruppiert. Ziehe meinen rechten Winkel einmal hier vorne hin in die Ecke. Ups. Und jetzt kann ich die Cursor-Tasten nutzen, der Shift-Taste, um das dann genau anzupassen. Und den Winkel ziehe ich mir einmal hier hin und ziehe ihn schon mal hier oben auch schon hin. Da brauche ich das auch gleich. Hier vorne löse ich die Gruppierung einmal und packe den
den Bogen so hin, dass der gedachte Mittelpunkt genau auf dem Eckpunkt des Dreiecks ist. Und jetzt kann ich hier anfangen, das herumzuziehen. Und anschließend meine Beschriftung hier einzufügen. Genauso oben. Erstmal die Gruppierung auflösen. Und zunächst einmal den Bogen hier anordnen. Der Mittelpunkt ist auf dem Eckpunkt. Und dann fange ich an, hier meinen Kreisbogen anzupassen. Und anschließend die Beschriftung. Da mache ich mal 50 Grad draus. Die ziehe ich dann auch hier rein und kann sie dann mit den Cursor-Tasten wieder ein wenig zurechtschieben. So, jetzt kann ich das Ganze einmal gruppieren und sage noch einmal, ich möchte keine Füllung haben, weil ich jetzt ein See dahinter legen möchte. Dafür benutze ich jetzt, ups, da hat er nicht alles gruppiert. Nochmal versuchen, ach genau, jetzt passt es. Jetzt zeichne ich einen See mit der Kurve. Immer Eckpunkte setzen. Und kann das jetzt hier hinterlegen. Kann jetzt noch die Eckpunkte ein bisschen abändern. Hier hin haben. So, und dann kann ich jetzt hier die Füllung noch ein wenig ändern, indem ich sage Form formatieren und habe jetzt hier die Möglichkeit, eine Musterfüllung anzuklicken und sage, das soll so ein bisschen aussehen wie Wasser und das hellgrau sein und das reicht mir dann und dann sage ich noch, dass die Kontur hier als keine Kontur zu sehen sein soll, lege das Ganze jetzt hinter die Figur und kann jetzt vielleicht noch ein bisschen das zurechtschieben und habe dann eine Aufgabe, wie sie häufig in so Klassenarbeiten drin vorkommt, wo dann eine Seitenlänge bestimmt werden soll. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.